Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier geht es um die Themen Börseninvestment und Trading. Und heute reden wir über eine Aktie, die ich im Depot habe und die mir jemand wegnehmen will. Na, da kommt einer und will mir meine Qualcomm-Aktien wegnehmen. Wieso, weshalb, warum? Jetzt im Video. Ihr habt es ja vielleicht schon gelesen und gehört, die Qualcomm soll übernommen werden. Ich kann euch hier mal ganz kurz als allererstes gleich einen Chart von Qualcomm zeigen. Und zwar Qualcomm ist also ein Chip-Hersteller, ein recht großer, also das ist jetzt nicht so eine kleine Butze, sondern das ist wirklich eine große Firma. Und ich bin Aktionär bei Qualcomm. Und zwar habe ich angefangen, ich glaube im Frühjahr 2016 die Aktie zu kaufen. Da war sie schon mal ein bisschen runtergekommen vom Preis her und sie hat damals eine recht gute Dividende ausgeschüttet. Sie war fundamental betrachtet unterbewertet und deswegen habe ich sie gekauft. Habe zwischendurch immer mal so wieder ein bisschen was dazu gekauft, mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer. Das heißt, so, ich habe es mal ausgerechnet, mein Durchschnittspreis liegt roundabout bei $55. Jetzt ist die Aktie irgendwo so bei $64 und das heißt, ich liege so 14-15%, glaube ich, liege ich jetzt vorn. Und dazu habe ich dann immer mal noch Dividenden kassiert, habe ein paar Put-Optionen geschrieben, nochmal 8% Cashflow durch Dividenden und Optionen bekommen. Also das heißt, ich liege irgendwas um die, was weiß ich, weiß jetzt nicht genau, so 23-24% mit dieser Aktie oder mit meinem Engagement auf die Aktie jetzt insgesamt vorn. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Ihr seht auch hier nochmal die Schlagzeile dazu. Jetzt ist also eine andere Firma gekommen, und zwar die Firma Broadcom. Die hat das Symbol, wenn ihr die mal an der Börse sucht, AVGO, AVCO. Und auch ein riesengroßer Chiphersteller. Und der hat gesagt, wir übernehmen die Broadcom und wir übernehmen die Qualcomm. Und zwar wollen die in einem Zuge einer freundlichen Übernahme, das heißt, die wollen den Aktionären ein Angebot unterbreiten und sagen, komm, wir übernehmen die Aktie und zwar für $70. Die $70 sollen sich zusammensetzen aus $60 für die Aktie plus nochmal, also $60 Cash plus nochmal $10 in Aktien von Broadcom. Das heißt also, du bekommst dann anteilig nochmal Broadcom-Aktien. Wenn du eben nur stückweise das hast, werden die dann ganz einfach aufgelöst. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man denn jetzt als Aktionär? Ne? Wie soll man sich jetzt verhalten? Ich finde es eine ganz spannende Sache, die da jetzt passiert, weil man kann ja durch verschiedene Überlegungen anstellen. Auf der einen Seite könnte man sagen, hey, ich liege jetzt hier 24% vorn, die Aktie soll übernommen werden, verkaufe sie doch einfach mal. Dann hast du auf jeden Fall einen sicheren Gewinn. Der war jetzt in den knapp anderthalb Jahren, war der gar nicht so schlecht und du könntest mit dem Geld was Neues machen. Auf der anderen Seite könnte es natürlich aber auch sein, und das ist eigentlich so meine Präferenz, dass man sagt, naja, ist denn das letzte Wort, was hier gesprochen wurde? Ne? Sind denn $70 das letzte Wort? Und ich glaube, dass eher die Aktie tendenziell noch ein bisschen weiter steigen könnte. Und zwar warum? Überlegt mal. Wenn ihr euch ein bisschen in der Materie auskennt, dann wisst ihr, dass Qualcomm unter anderem auch für Apple Dinge herstellt. Und die liegen aber mit Apple schon seit längerer Zeit im Clinch. Ne? Also da gibt es immer mal so ein bisschen Streit. Das geht auch vor Gericht. Da verklagt der eine den anderen. Da eine Milliarde Patente hin und her. Und das ist auch der Grund, warum Qualcomm zuletzt so deutlich gedrückt war. Ne? Also das hat deutlich auf den Preis gedrückt. Na klar, wenn so ein Großer wie Apple dann sagt, hey, wir streiten uns mal mit dir und wir brechen vielleicht unsere Geschäftsbeziehung ab, dann belastet das natürlich so eine Firma. Und Broadcom wird sicherlich diese Aktie auch übernehmen wollen, oder diese Company besser gesagt übernehmen wollen, um mit Apple wieder ins Geschäft zu kommen, weil die Technologie, die sie haben, ja grundsätzlich gut ist. Und jetzt überlegt mal, versetzt euch mal in die Situation von Qualcomm in den Vorstand und in die ganze Führungsriege. Die wissen natürlich, was jetzt passiert. Sollte die Firma übernommen werden, was wirst du dann machen? Du schmeißt als erstes mal das Top-Management raus, ne? Weil die brauchst du nicht mehr. Und wenn das Top-Management weg ist, naja, dann kannst du auch wieder mit Apple sprechen und sagen, okay, die haben damals einen Fehler gemacht, wir haben jetzt die Firma übernommen, wie kriegen wir das wieder hin? Einigt man sich irgendwie und man ist mit der großen Apple halt wieder im Geschäft. Ne? Und das wissen die natürlich alle. Und das ist jetzt auch für die gar nicht so tragisch, aber die sitzen natürlich alle auf Millionen von Mitarbeiteroptionen. Und das heißt, je höher der Aktienpreis bei der Übernahme steigt, umso mehr kriegen sie am Ende als goldenen Handschlag, umgehen zu können. Und mich erinnert das so ein bisschen an die Übernahme von Mannesmann durch Vodafone in Ende der 90er.
Auch da gab es damals eine riesige Übernahmeschlacht. Vodafone wollte die Mannesmann übernehmen. Mannesmann hat gesagt, nein, machen wir nicht. Vodafone hat draufgelegt. Am Ende die Vorstände, glaube ich, mit, ich weiß gar nicht mehr, fast einen zwei- oder dreistelligen Millionenbetrag denen in die Hand gedrückt und gesagt, hier, das ist euer Handgeld, jetzt stimmt endlich zu. Für die Mannesmann-Aktionäre ein super Deal, für die Vodafone-Aktionäre eine Katastrophe im Nachhinein, viel zu viel bezahlt, dann platzte die Blase, okay. Und deswegen könnte es natürlich aber einfach sein, dass das Qualcomm-Management versucht, jetzt den Preis hochzutreiben. Ne? Und viele Aktionäre werden sagen, hey, bleibe ich da einfach mal dabei und guck mal, was da noch geht. Weil wenn jetzt einmal jemand schon $70 bietet, dann weiß man ja, naja, okay, $70 sind es ja irgendwo wert. Bei so Übernahmen muss man immer ein bisschen schauen. Es gibt manchmal Übernahmen, die gehen völlig reibungslos. Microsoft hat LinkedIn übernommen, völlig problemlos. Was gab es denn noch so? Eine chinesische Firma hat die deutsche Kuga übernommen, Roboterhersteller. Ne? Preis ging nach oben, super Sache. Es gibt aber manchmal die andere Geschichte. Und zwar, als beispielsweise Kali und Salz übernommen werden sollte, ich glaube von einem russischen Konkurrent, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, aber von einem Konkurrent auf jeden Fall, kann auch ein Amerikaner gewesen sein, da hat sich das Kali und Salz Management dagegen gewehrt, hat gesagt, nein, das ist viel zu wenig und Mist und so. Preis kurz hoch und dann aber wieder brutal nach unten gegangen. Das heißt, da muss man jetzt auch als Aktionär ein bisschen am Drücker bleiben und ein bisschen dranbleiben. Es ist aber auf jeden Fall eine spannende Geschichte, was da passiert. Und das ist mittlerweile jetzt schon wieder die... Ich hatte Kuga, ich hatte auch damals Kali und Salz. Und jetzt, was ich vor allen Dingen auch im Depot habe, ich habe auch Monsanto im Depot. Ne? Monsanto soll ja auch von Bayer übernommen werden. Und auch da sind wir noch deutlich unter dem Übernahmepreis, weil man immer noch nicht so richtig weiß, bekommt Bayer das hin? Kartellbehörden, Finanzierung und so weiter und so fort. Nähert sich jetzt immer mehr. Ich bin bei Monsanto Aktionär, bekomme gute Dividende. Oh, da werden es einigen Daumen runtergeben. Ne? Die böse Monsanto, das sind die mit der Chemie. Aber als reines Wirtschaftsunternehmen, tolle Firma. Und das heißt, sowas wird euch immer mal wieder passieren. Und dann muss man natürlich jetzt auch mal noch an einen Punkt denken. Diese Übernahme soll 130 Milliarden schwer sein. Ne? Das ist riesig. Also das ist wirklich riesengroß. Und jetzt könnt ihr euch immer auch mal überlegen, wann passiert so etwas? Passiert das in einer tiefen Krise, wo Aktien billig sind? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Sondern es passiert eher in einer Zeit, wo Aktien tendenziell nicht mehr so ganz billig sind. Das heißt nicht, dass das ein Hinweis ist, dass morgen die Börsen crashen. Aber ihr wisst zumindest, in welchem Stadium wir uns befinden. Wir sind nicht mehr an diesem Frühbullenmarktstatus, sondern wir sind eher schon in einem, sagen wir es mal, fortgeschrittenen Status. Das kann nichtsdestotrotz noch deutlich länger gehen. Wir können noch jahrelang steigen. Aber das ist zumindest so mal eine kleine gelbe Ampel, die da irgendwo blinkt und sagt, ah, guck mal hier, jetzt werden schon über 100 Milliarden bezahlt für so eine Firma. Das ist natürlich auch ein Ausdruck des billigen Geldes, was am Markt ist. Ob das für alle Zeiten immer so weitergeht, das wage ich zu bezweifeln. Und deswegen muss man jetzt hier einfach ein bisschen aufmerksamer sein, ein bisschen vorsichtiger sein. Und das ist jetzt für diejenigen unter euch, die Optionen handeln, das ist auch wieder so ein Grund, warum ihr auf Aktien keine Short Calls schreiben sollt, außer ihr seid bereit, die Aktien abzugeben. Auch schreibt niemals Calls naked, wenn ihr die Aktien nicht habt. Ne? Das kann sehr, sehr teuer werden. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob einer von euch die Qualcomm auch im Depot hat und was er dazu zu sagen hat. Was ihr für Meinung dazu hat, soll ich es behalten? Soll ich sie verkaufen? Was sagt ihr? Was würdet ihr machen? Ne? Schreibt mir das in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin. Alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.